Hallo und herzlich willkommen zur Kristallbeschwörung in Gems of War. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr das Event erfolgreich spielen könnt. Wie immer am Anfang, schaut bei euren Gilden in die Belohnungen nach, denn da bekommt ihr die Prismen-Token und ihr wisst, aus 3 Token bekommt ihr ein Abzeichen und aus 3 Abzeichen bekommt ihr einen Orden. Und diese Abzeichen und Orden erleichtern euch die Kämpfe sehr. Ihr seht, aktuell habe ich ein Abzeichen, was mir 40% mehr Zauberschaden bringt. Im Shop habe ich die erste Stufe gekauft, das habe ich deswegen gemacht, weil ich den Trank der Verzauberung mache, denn damit starten die Einheiten schneller in den Kampf. Ein Siegel habe ich noch übrig und das werde ich gegen Glaceon spielen. Am meisten Punkte bringt Zafirax, das ist ein Drache, der hellblau ist, gefolgt von Glaceon, der bringt die zweitmeisten Punkte, dann kommt die Frostfeder, der bringt die drittmeisten Punkte, die lilanen Gegner, sprich der Eisgolem und der Saphirriese, die bringt die gleiche Anzahl an Punkten, da ist es egal gegen wen ihr das spielt. Und am wenigsten Punkte bringt der Hund. Also wenn ihr auswählen könnt, nehmt erst das Drachensymbol, also Zafirax, Glaceon, Frostfeder, Saphirriese und Eisgolem und zum Schluss den Hund. Und hier ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Als Klasse habe ich den Bogenschützen drin. Als Banner habe ich das Banner des Attentäters, weil wir vor allen Dingen Blau und Grün brauchen und wir haben kein Braun im Team. Ansonsten besteht mein Team dreimal aus der Königin Isabelle. Denn sie gibt einem Verbündeten 41 Attacke und Rüstung und dann fügt sie seine Attacke dem ersten Feind als Schaden zu und alle anderen Verbündeten erhalten 3 bis 8 Mana. Die habe ich wie gesagt dreimal drinne. Und an der letzten Position habe ich meinen Helden drinne. Das ist die Smaragdklinge. Das ist mein Mana-Produzent, denn sie lässt 48 lilane Edelsteine explodieren. Dann gewährt sie zwar noch allen Verbündeten aus Silberlichtung einen positiven Statuseffekt, aber wir haben keine Einheit aus Silberlichtung. Schön ist dann halt auch noch, dass sie eine Einheit beschwört aus Silberlichtung. Das ist quasi dafür da, als Backup, falls eine der Isabellen sterben sollte. Solltet ihr die Smaragdklinge noch nicht haben, so könnt ihr diese Woche in der Seelenschmiede unter dem Reiter Waffen herstellen, falls ihr diese Ressourcen haben solltet. Das ist mein Team und wie genau das Team gespielt wird, zeige ich euch jetzt anhand des Kampfes gegen Glaceon Level 94. Als erstes versuchen wir, unten die Smaragdklinge voll zu bekommen. Vierer nehmen wir natürlich mit. Ist dann eine der Isabellen voll, wie jetzt oben, dann zünden wir sie einmal. Und wir wählen als Verbündeten immer die erste Isabelle, also die erste Einheit aus, weil sie bekommt dadurch mehr Attacke und Rüstung. Dann ist meistens schon die zweite und die dritte voll. Und ihr seht, die Isabelle oben, die wird immer stärker, immer stärker. Und wenn keine Isabelle voll ist, spielen wir die Smaragdklinge einmal. Und schon werden die Isabellen relativ schnell wieder voll. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Gems of War sehen wollt, so könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Gems of War gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.